Okay, wir wünschen euch immer sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Same, Bro, same. Hallo. Guten Tag. Das letzte Mal, wo ich hier in der Gegend war, waren wir im Bootshaus, glaube ich. Ich auch. Ja, Tim, was ist im Bootshaus passiert? Erzähl dir mal. Irgendwie ist man ansonsten nie hier in so einer Gegend. Bootshaus ist quasi die Straße runter für die Leute, die sich hier nicht auskennen. Das ist auch der Backstage-Bereich, wo die Rote wohnt. Wo die wohnt? Was? Die wohnt im Backstage, ja, ja. Wahrscheinlich wohnt die da. Sven, was geht? Ich meine natürlich, welche Rote meinst du, Jan? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe auch rote Haare. Willkommen bei RTL. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ja. Die heiligen Hallen sind's also. Ich dachte immer, der Kölner Dom wäre heilig. Kölsche Hollywood würde Köln es cool sagen. Ja, immer. Die Situation ist natürlich nicht gestellt. Nee. Wir sind ja im Fernsehen, da ist es nie gestellt. Nein, hier ist alles ganz perfekt. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja. Ihr dürft euch heute so ein wenig austoben. Oh, ich bin sehr gespannt, ich freue mich schon. Ihr wart noch nie bei uns, ne? Ihr wart noch nie bei RTL. Nee, noch nie. Bisher kenne ich das nur so aus dem Fernsehen. Na, dann wird es ja heute mal lang. Ah, er kennt RTL nur aus dem Fernsehen. Makes sense to me. Alt kennenlernen. Ja. Hallo. Hallo. Ich hab Ebola. Schreib das mit ins Formular rein. Müssen sich auch YouTube-Stars dran halten. Stars. Ist nicht so ein Begriff, den ihr gerne hört? Tim, sag doch immer, wer stellt sich direkt als YouTube-Star vor bei Frauen? Hallo, ich bin Tim, YouTube-Star. Also ich kann... YouTube-Elite. YouTube-Elite. Wir sind niveauvoll, als euer Sender es je war. Digga. So, los, dann rein in die RTL-Welt. Rein in die RTL-Welt. Eher die schlechte Stube. Oh, Digga, der frontet durchgehend. Nach deinem Besuch, ich würde sagen. Danach kommen nur noch Komplimente raus. So wie immer. Komm ich dann auch ins Dschungelcamp? Wir dachten uns heute tatsächlich, weil ihr mal im Haus seid, ne? Ja. Und Wiesela ja gerade gerne viel ausprobiert. Wie zum Beispiel in einem Dönerladen arbeiten. Mhm. Genau. Oder eine Eisdiele. Mhm. Darfst du heute auch ein bisschen bei uns arbeiten? Findest du es gut? Also ich bin sehr gespannt. Ich find's ziemlich cool. Wir können ja nicht. Ich seh's. Cafeteria kochen. Nein, wir haben uns schon was Besseres ausgedacht. Ja. Digga, die sterben ja einfach, wenn da Leute. Also wenn die ganz RTL geht, hops. Ich glaube, ich wüsste jetzt schon nicht mehr, wie ich hier wieder rauskomme. Nee. Ja. Wer ist das? Der Götz Strohwanger. Oh, da hat jemand aufgepasst. Hätte ich nicht gewusst, keine Ahnung. Ich sag ja. Ja, ey. Die alte Tutz wohnt ja auch in meiner Hut. Haha. Was sind hier? Schnittplätze. Hallo. Hi. Für Enteform arbeiten, also die wenigstens gibt's hier ein bisschen Niveau. Alter. Oh mein Gott. Der rennt da durch und nimmt den ganzen Sender hops. Ja, das war der Feuerlöscher. Wirklich. Doch. Einmal hier in eure VIP-Maske. Herzlich willkommen. Oh. Eine Gästemaske. Ob man dabei Tim noch was retten kann mit Schminke, I doubt it. Hier dürft ihr euch jetzt erstmal gleich austoben. Wir haben hier schon ein paar Schminkutensilien vorbereitet. Ich sehe da schon so viele Sprühflaschen und das kann gar nicht gut ausgehen. Wir haben hier auch ziemlich geile Klamotten für euch rausgesucht. Sowohl Männer- als auch Frauenklamotten. Das heißt. Digga, ah ja, okay, ich bin gespannt. Ja, die freie. Ich will YouTuber-Dschungelcamp haben, ich sag's wie es ist. Wahl, was ihr hier machen wollt. Alles. Ich würde YouTuber-Dschungelcamp durchziehen. Aber nur mit anderen YouTubern, ich will keinen einzigen Promi da drin haben. Ich will im Dschungelcamp neben Marcel Scorpion schlafen und aufwachen in den Armen von Montana Black, das ist mein großer Traum. Eichen Gisela wird RTL-Moderatorin, ja? Sprich, du wirst ja heute... Moderatorin natürlich, klar. Ich glaub nicht, dass es auffällt, die sind alle gestört bei euch. Junge. Also Gisela ist besonders nett zu RTL heute. Ja. Wir gehen später natürlich auch ins Studio und da erklären wir euch dann, was Gisela genau moderieren wird, welche Sendung. Da bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Ich würde mal sagen, wir machen euch jetzt studiotauglich, Jungs. Aber Tim, du darfst Hand anlegen. An Jan? Ja. Tim, erstmal Schwanz rausgeholt und abgewichst. Boah, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja, nehmen Sie gerne Platz. Mache ich. Willkommen im Tims Beauty Salon. Was hätten Sie denn gerne? Kennt ihr euch den Schminktechnisch so ein bisschen aus? Nein. Ich mach dich schön. Oh, danke. Oh, gerne. Alter. Oh, ich glaube, das mag den Flecken. Alles gut, ich weiß gar nicht, was ich mir was nenne. Nein. Ich soll dich anmalen, nicht du, du wärst andere Leute an. Hey, Reaper, danke schön für den Zapkuss. Digga, lass doch die Leute Nein. in Ruhe. Hättest du nicht gedacht, dass das auf dich zukommt heute Nein, Morgen? Ehrlich gesagt, habe ich damit nicht gerechnet. Fesselt den doch einfach, Mann. Nein, wir machen weiter. Beeil dich. Mach am besten die Augen zu, ich habe irgendwie Angst, dass ich dir die aussteche. Ich auch.
Ach, das ist gar nicht, um sich so ein Bart zu malen. Dieses schwarze Ding. Jetzt verstehe ich das. Es kommt auf die Augenbrauen. Warte mal. Augenbrauen wahrscheinlich, oder? Ja. Einmal, aber das ist nicht gut ausgegangen. Am Ende sah Janos wie der Joker und ich wie ein Affe. Mascara, sagt der Hübsche, wenn du mich siehst. Sunpowder, das ist gut. Das ist für die Sonne, du magst es. Oh, das ist gut. Das hilft auch gegen deine Akne gleich. Ja, das ist ziemlich dunkel. Also wenn du das ins ganze Gesicht machst, dann... Ja, Black Lives Matter, okay? Oh, oh. Ist das an? Nee, ja, leider komm. Nicht. Ich mach dir deine Augenringe weg. Ich glaube, man muss das ein bisschen verteilen, damit das nicht so... Das schätze ich auch. Boah, geil, sieht super natürlich aus. Hättest du gedacht, dass wir nochmal ein Schminkvideo machen? Nein. Ich auch nicht. Ich hab's echt vermisst, muss ich... Das Bro, auf Indianer angelehnt, wirklich. Muss einwirken. Doch nicht mal Bibi's Beauty Palace macht Schminkvideos. Habt ihr nicht so einen Schwamm? Geht das nicht mit so einem Schwamm besser? Ja, haben wir leider gerade nicht da. Du kannst auch einen Finger nehmen. Hol doch direkt Zewa einfach. Dann ist es ja weg, wir wollen es ja da haben, damit man den natürlichen Effekt hat, weißt du? Bro, man sieht es gar nicht, dass der Augenring hatte, wirklich. Also, es muss einwirken, so ein Bullshit, Digga, wirklich. Ist das vielleicht auch so ein Moment, wo du auch ein bisschen entspannen kannst? Natürlich, wenn man von einem Psychopathen geschminkt wird, das sind die Momente, wo man sich zurücklehnt und genießt. Die Ticks nicht so da sind, also unter Entspannen würde ich dann doch eher was anderes verstehen. Als das hier. Ich finde das total. Ich finde es auch total. Und hier sitzen sonst die Leute, also die Mitarbeiter von RTL in der Maske. Digga, der sieht jetzt aus, der sieht aus wie eine 35-jährige Hardcore-Lesbe. So hat er ihn geschminkt. No front, no stigma, no sexual. Ach, scheiß drauf. Nein, eigentlich nicht. Das hier ist tatsächlich die Gästemaske. Also wir haben noch mal eine große Maske ums Eck, die ist aber heute ziemlich voll. Saß hier schon Donald Trump drin, ne? Ich glaube nicht. Zum Glück. Wer sitzt denn gerade in der anderen Maske? Weiß man das? Ich glaube, Katja Burkhardt macht sich gerade ready. Ach, Katja Burkhardt! Ja. Gisela ist Fan von ihr. Du kennst sie aber anscheinend auch. Aber ich finde, sie gut aus bis jetzt. Oder? Ich weiß nicht, wenn du Gisela richtig hier als Frau zeigst. Ja, aber ich will ja nicht so schlimm dastehen, dass... Ja. Nicht? Nein. Und du hast auch... Der sieht so schrecklich aus, Der sieht so schrecklich aus. Die auch. Digga, sieht aus wie vercracktes Giovanni Zarella, wirklich. Irgendwie da getroffen, tatsächlich. Ja, ich kann dir das ein bisschen wegmachen, wenn du willst, damit es nicht ganz so übel aussieht. Okay. Digga, nicht so verheult aussieht. Kannst du die bitte wegmachen, das ist noch übler. Und was waren deine ursprünglichen beruflichen Pläne? Meine? Mhm. Ich habe eigentlich... Der Tim war Zuhälter. Aber war ich ziemlich gut daran, konnte ich nicht durchsetzen, der Arme. Berote Mädchen. Offiziell habe ich eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht. Oh, cool. Und ja. Inoffiziell gehört die Bonn 17. Bonn 17, Nutte. Das ist Highlighter, oder? Das ist Lidschatten, tatsächlich. Perfekt, Tim. Das kommt quasi auf das Lid drauf. Hä? Ja! Mach es auf, schnell! Ja! Brauche das! Ja, aber du musst so pissen, ne? Ist es sehr schön? Ja! Ja, da kriegt der Schiss! Gibt der Kameramann fast um. willst du das? Ist es sehr schlimm für dich? Was denn? Wenn ich das drauf mache? Lidschatten? Ja. Ach, es ist jetzt auch scheißegal. Der Zug ist abgefahren. Digga, einfach rein damit. Was soll man sagen? So ist. Leute, ich schwöre, ich piss mir sonst in die Hose gleich, Alter. Wenn ich gleich einen Lachkick bekomme, pisse ich mich von oben bis unten voll. Ich bin sofort wieder da. Katja, das macht 20 Euro für das Produktplatzierungsding hier, ne? Du weißt Bescheid. Richtig geil, hat gepisst, Mann. So ist okay, man darf ja nur ein, zweimal tupfen, sage ich immer. Und man darf ja immer nur ein, zweimal tupfen. Ah ja. Schon ist der Alltagslook perfekt. Mhm. Was? Findest du dich schön? Hast du schön gemacht. Danke. Ich wollte sagen, was für Dank für das Chapeau. Sehr, ich würde sie mir jetzt geben. Die Hand würde ich dir geben. Das ist Lippenstift tatsächlich. Aber da steht Steffi drauf, der ist von der Steffi, den will ich jetzt nicht benutzen. Nimm Steffis Lippenstift, Junge. Ich will nicht wissen, wie viele Corona-Schlampen den vorher schon im Mund hatten. Bro, lass doch. Ist das einer mit Geschmack? Nee, eigentlich nicht. Nein. Was ist denn das eigentlich? Das ich will. Ja! Mach das. Ah! Hitzeschutz, sowas gibt's? Wenn du die Löckchen machen wolltest. Ja, wir sind fertig. Also ich bin zufrieden damit. Würde ich sagen, Maskenbildner Tim hat den absolut natürlicher Look, Digga. 10 von 10 würdig. Bekommen. Okay. Und dann gehen wir mal rüber zu den fancy Klamotten, die da drin hängen. Findest du irgendwas besonders schön hier vorne? Ich finde das eine coole Kombi auf jeden Fall. Ich finde vieles besonders hässlich. das stimmt. Ich meine die Frau da. Du hast noch gar nicht gesehen, was hier hängt.
mein Lieber. Ich fänd cool, wenn du so, also wenn wir dich so als Nerd machen würden, weißt du? Wie ich da drin aussehe. Digga. So, dann kleiden sie noch, Alter. Was ist das für ein Outfit, Digga? Was ist denn das? Wir jetzt aufzeichnen dürft? Ach, wir zeichnen jetzt for real wirklich irgendwas auf, oder? Wir zeichnen jetzt was auf. Ach, okay. Nee, keine Ahnung. Weil wir machen das Wetter. Oh, wir machen das, okay. Alle, wo Norden, Süden, der zeichnet jetzt das Wetter auf, Digga. Imagine, du kriegst eine Nachrichten schon und dann macht er das Wetter. Ich scheiß rein. Nein, ich bin Feuerlöscher. Ich bin Feuerlöscher. Ja, lass los. Alles gut, nichts passiert. Hier stehen noch echt viele von den Teilen rum. Ja. Das ist ein Fernsehstudio, ne? Das stimmt in der Tat. Ich will die halt auslösen. Die triggern. Macht eher anderer, Kassi. Guten Tag zusammen. Hallo. Ich will dir halt ihn sprühen lassen sollen, wirklich. Hallo. Hallo Hitler zusammen. Die Zeit ist auf jeden Fall vorbei. Die Zeit ist ganz, ganz lange her, Alter. Alter. Sieht fast so aus wie bei dir im Zuhause. Ist schon ein bisschen größer als bei euch zu Hause, oder? Ein bisschen. Dezent, ja. Eine von diesen Kameras ist größer als der gesamte Raum. Und von hier machen wir halt das Wetter. Hier gibt es sogar Monitore, kommt mal hier zur Seite, dann könnt ihr euch nämlich auch sehen. Auf den Monitoren, wir haben da Monitore. Ach krass. Immer das Programm der Konkurrenz. Da sind wir, glaube ich. Genau wissen, was sie machen. Da sehen wir uns natürlich auch nochmal und wir werden gleich sein im Guten Morgen Deutschland Wetterset. Und dann... Er ist so verwirrt, er denkt sich so, Digga, was ist mit mir passiert? Ich war einmal bei Galileo mein Leben, jetzt das hier. Was soll das? Wird in so ein Clownskostüm gesteckt, der Arme. Ja, kann das Wetter machen. Ach, so sind wir direkt live. Viele denken immer, das Wetter ist so super einfach. Ist es aber gar nicht. Eigentlich ist Wetter mit die Königsdisziplin, weil man muss... Hallo, ich will dich nicht mehr sehen. Das geht dann aber nicht. Dann siehst du das Wetter ja auch nicht. Du weißt ja gar nicht, wo du hinzeigst. Was sieht man das Wetter denn? War das live? Wird das gesendet? Das ist halt das Ding. Guck, ihr müsst auf die Monitore gucken. Ihr könnt an die Wand gucken. Da seht ihr dann gleich auch quasi die Karten mit. Und ihr werdet in die Kamera... Oh mein Gott, echt? Wie geil. ...moderieren, wo gleich ein Text steht. Ihr könnt ja auch so machen, dass Jan das Wetter macht. Und du nein, das ist RTL, das gemacht. Gemacht hat. Auch machen, ja. Was ist der Prompter? Das ist quasi das, was du abliest. Und ja. Tim steuert quasi die Geschwindigkeit. Ja, das können wir machen, das okay. Ist cool. Alter, ist das riesig. Ja. Das kommt jetzt am Sonntag, oder was? Ne? Was ist das für ein Set? Von was ist das? Das ist quasi hier das Set von Punkt 12. Hier ist auch gleich in der Stunde Punkt 12. War das schon? Mit Katja Burkhardt, die kommt nachher auch. Ah, das war schon, ja. Digga. Lol. Ich heiße Sie willkommen. So, aber vor der Kamera moderiert habt ihr noch nicht, ne? Nee. Außer bei uns jetzt nicht, ne. Oder? Haben wir? Ich weiß nicht. Nee, wild. Also ich könnte das Wetter auch, wenn ich seit Jahren moderiere, ich könnte nicht das Wetter machen. Ja. Ich hab noch nicht auf Thomas Gottschalk angelehnt, die Klamotten. Wenn ich das gleich schaffe, dann hast du keine Ehre mehr. Ja, das ist, glaube ich, dann wirklich so. Was aber für ein Saftladen, das erzähle ich ProSieben. Deswegen passt du auf dich fürs Wetter und nicht mich. Ja. Ich weiß, dass ich kann. Wenn du hier drehst, hier ist der Text vom Wetter. Und da kannst du, musst du so schnell, du musst drehen, so wie er redet. Ja. Okay. Und er sitzt ja vorne in der Kamera. Ja. Das heißt, wenn du ganz schnell drehst, dann hat er ein Problem. Okay. Ach, da läuft gerade Blaulichtreport, sehe ich gerade. Genau, rechts hast du quasi das Live-Programm. Halt mal da drauf. Hallöchen. Da sieht man auch Jan oben links, wie Jan tanzt im Greenscreen. Das Wetter ist beschissen, Digga. Krass, Nessie, man sieht einfach wieder, wie das aussieht. Ja, wie auch, was geht? Kurz für dein Reset. Dankeschön, Nessie. Jan. Jan steht im Fernsehen. Jan steht im Fernsehen. Okay. Oh, das ist aber nicht einfach, ne? Das ist ein bisschen, ist nicht so... Hat der Scheiße... Egal, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Einfach. Jan, bist du ready? Ja. Oh mein Gott, Digga. Baut der Scheiße? Ja! Haha. Baut der Scheiße? Chat, spoilert mich nicht, egal. Ja, das Wetter ist super. Heute ist der erste offizielle Sommertag. Sehr gut, dann legen wir mal los. Tim, bist du auch ready? Ja. Ist die Regie ready? Moment, in welche Kamera gucken? Bin ich das? Gleich. Ach, da ist auch eine Kamera drin. Ich hab keine Ahnung, was ich bin. Ach, du Scheiße. Jan, du musst dich so hinstellen, dass du im Bild bist. Das ist unten. Scheiße. Ja, was passiert denn jetzt? Guck dir an, wie lost der ist. Jan, ich geb mein Bestes, wir schaffen das. Jan. Vielleicht kommt ja die Karriere als Wetterfrosch doch noch. Als Wetterfrosch, genauso heißen die, Bro. Ja, wer weiß, wir werden es gleich sehen. Du kleine Kackermaus. Ja, Jan muss anfangen zu lesen und wenn Jan anfängt zu lesen, kannst du drehen. Du musst nicht mitreiten. Ich kann nicht lesen, ich bin nicht in der Schule gewesen. Was haltet ihr davon, wenn ich Punkt 12 moderiere? Die alte Tutz braucht doch keiner.
Huch, das hat er aber nicht gesagt. Huch. Guten Morgen, wir feiern den ersten offiziellen Sommertag. Meist sind heute auch nur lockere Wolken unterwegs. Nur der Osten. Der Osten. Ja, noch östlicher geht's nicht. Nur der Osten tut sich noch schwer, bis der Sommer dort ankommt. Digga, der ist so schlecht, Tim. Du musst das schneller drehen, Alter. Oh mein Gott. Unser erstes Sommer hoch heißt Utz und das kommt aus Frankreich rein. Normalerweise gehen wir nach Frankreich rein. Digga, wenn das gesendet worden wäre. Ist das so gesendet worden? Jalla, Tim. Ja, ich drehe. Und so ist dann alles für den Hochsommer angerichtet. Und die ersten starten jetzt auch schon in die Sommerferien. Und da die mal... Das Handy kommt weg! Imagine, du willst einfach nur wissen, wie das Wetter wird. Und dann kommt das im Fernsehen. Da. Und da die meisten nicht wirklich ins Ausland wollen, konnte man heute bei dem Ausflugswetter schon mal testen, wo es heute schöne Ecken gibt in Deutschland. Und? Wie hat's geklappt? Ging's? Ja, ich habe mich ein paar Mal versprochen. Also ich glaube, primär war das Problem einfach, Digga, dass Tim einfach richtig fett reingeschissen hat, Bro, was das Drehen an diesem Rad angeht, Digga. Tim, deine einzige Aufgabe war, das Rad so schnell zu drehen, wie er spricht, du Bot. Also ich denke, wenn man sich das so im Fernsehen ansieht, ist es auf jeden Fall leichter, als wenn man direkt hier steht. Man denkt wirklich, das Wetter ist easy, ne? Aber es ist, und wenn du jetzt noch zeigen müsstest. Hab mich ein paar Mal versprochen, er sagt einfach, wir marschieren nach Frankreich ein. Hab mich ein paar Mal versprochen. Mehr war ja nicht. Mehr war nicht, Bro. Also Props geht raus an die alte Katja. Genau. Kann ich dann so machen? So, hier der Osten. Am Rhein. Ach, ist das gut so? Am Rhein. Ha! Der Fünf-Tage-Trend aus warm nach heiß ist dann das Motto am Dienstag. Nur noch im Osten. Was frischer. Am Rhein geht's auf die 30 Grad. Am Mittwoch schon darüber. Da hat der Osten wieder mal mehr Wolken. Der Donnerstag heißer mit ersten Gewittern. Ja! Da ziehen wir drüber her. Und dann werden auch die Nächte tropisch, also nicht kühler. Also als 20 Grad und zum Wochenende hin steigt das Gewitter und auch das Unwetterrisiko wieder an. Jetzt einen angenehmen Abend, mehr Wetter morgen. Früh in Guten Morgen, Deutschland. Satzbau, Zehner, Digga. Aber er ist auch krank nervös geworden, Digga, wirklich. Also das ist... Wofür arbeitest du eigentlich hier? Solltest du die nicht einschalten? Alle Leute, die bei ProSieben rausgeflogen sind, werden halt von RTL aufgesammelt. Bro, ich muss mir den zweiten Teil noch einziehen, Leute.